So, dann melde ich mich vom Wochenende zurück. Zunächst einmal wieder kurz der Risikohinweis. Die Analysen stellen natürlich keine Aufforderung zum Erwerb von irgendwelchen Produkten dar. Jedes für seine Anlageentscheidung selbst verantwortlich. So, dann kommen wir kurz auf die Chartbilder eben vor den NFP-Zahlen, vor den Arbeitsmarktzahlen am Freitag zu sprechen. Hier habe ich eine längere Analyse veröffentlicht. Und der Grundtenor war, dass es eben ab 14:30 Uhr ein bisschen nervös zugehen wird. Die Richtung war da eben nicht ganz klar. Hier im S&P 500 Index habe ich die größeren Rallyes mal eingezeichnet, die in den letzten ja, 2,5 Jahren auftraten, die alle mehr oder weniger am Stück liefen, bevor irgendwann eine größere schwarze Kerze dann eintrat, jeweils hier. Und aktuell liegen wir eben wieder bei 13%. Und die letzten gingen eben bis 14, ja, 14, 14,8. So. Das ist jetzt hier eben der Wochenchart und das ist noch die Wochenkerze von bevor die Zahlen halt rauskamen. Wir schauen nachher gleich den anderen Chart an und hier war eben die Prämisse, dass im Prinzip der Index, der S&P oder auch wie gesagt auch dann der Dow Jones oder der Nasdaq noch ein Stück drauflegen könnte und dann aber zumindest halt mal eine dunkle schwarze Wochenkerze dann eben stattfindet. Im Dow Jones Index ist ja dieses Chartbild jedem Zuhörer zu sehr bekannt, dass hier eben noch ein Widerstandsband liegt, was eben auch nach den Zahlen noch nicht durchbrochen worden ist. Und im und im Nasdaq 100 Index, hier wurde ein Tageschart und der Stundenchart analysiert. Hier war eigentlich vor 4.650, dass ein Schlusskurs unter dieser Marke eben stattfinden sollte. Nach unten überhaupt nichts zu holen und auch nichts zu machen, also keine Short-Aktivitäten zu tätigen. Im Stundenchart war hier eben ein Trendkanal eingezeichnet, der eben auf der besonderen Marke damals aufsaß, ein kleiner bullischer Break hinlegte, ein Pullback und nun eben im Text eben vermerkt, ein Stundenclose unter dieser Marke könnte dann dieses Szenario auslösen. So, dann schauen wir eben gleich mal auf den Nasdaq 100-Stunden-Chart, was dann eben passiert ist. Das ist jetzt eben auch direkt wieder die Nasdaq und keine Indikation. Deswegen fällt das, was ab 14:30 Uhr passiert ist, eben auch weg. Aber das hat sich sozusagen ja, zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr fast wiederholt. Es gab eben nur einen kurzfristigen Bruch. Der Stundenklos war über dieser Marke und wurde auch dann eben bis zu Handelsschluss hielt sich der Markt darüber. Also wurde auch hier das Stundensetup nicht aktiviert. Genauso wenig natürlich dann eben das Tagessetup. Es kam sowieso gar kein Kurs unter dieser Marke zustande. Also muss man jetzt hier wieder sagen, das kleine Rounding Top, was möglich gewesen wäre, fällt fast flach. Im S&P 500 Index, der hat eben knapp unter der 2100er Marke geschlossen. Ja, liegt dann an der Rainbow-Oberkante. Größere Aussagen bzw. Prognosen kann man eben auch noch nicht groß tätigen, ja. Hier lasse ich mir noch die Optionen offen. Was man halt mit dem Dow Jones Index, hier ist eben noch eine Ableitung eben nach unten möglich. Hier wurde wieder nicht die Special Marke überwunden, auch nicht auf Tagesschlussbasis. Aber was eben jetzt hier sein kann, darauf, ja, ob ich jetzt darauf gerade wetten oder setzen würde, wäre aber Montag eben False Breakout über die 18.000er Marke, die aber
ja, im Idealfall halt nicht über den Schlusskurs stattfindet, sondern nur Intraday und dann endlich eine dreiwellige Abwärtsbewegung dann eingeleitet wird durch diesen False Breakout. Das wäre jetzt, ich habe mir die Chartbilder stundenlang angeschaut und das wäre mehr oder weniger das Plausibelste, dass eben nochmal ein kleiner Short Squeeze stattfindet, der gerne auch ja, 100 Punkte Intraday über dieser Linie oder über 18.000 liegen darf, ja. Aber dann eben auf jeden Fall wieder unter der 18.000er Marke schließen, beziehungsweise sogar noch eben besser unter der 17.930er Marke. Dann hätten wir auch hier im S&P Index, würde vielleicht auch nochmal an das Hoch ranlaufen, der Index, und eben dann eine schöne schwarze Kerze dann mit einem Schlusskurs oder einem Schlusskurs, der unter 2080, Wochenclose unter 2080 eben dann stattfindet, dann wäre das ein Bearish Engulfing. Zwar kein astreines dann, aber es könnte dann möglich sein. So, das war jetzt zunächst erstmal alles zu den US-Indizes. Ich werde noch ein Update zu dem DAX später hochladen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir hören, sehen uns spätestens am Montagmorgen.